gekauft. Wo ist er? Ach da! Warte mal. Da oben ist er. Was soll das? Nein! Mein Schatz! Zack! Stefan, was machst du jetzt hier? Ja, ich bin gerade weg. Also muss ich jetzt so tun, als würde ich arbeiten. Kurz vor meinem Urlaub. Das ist aber noch eine Dekofelge. Ich würde sagen, für eine... Hier zeigt Toni und Christian jetzt, wie ich die Felgenspotlights immer drehe. Damit bin ich auf dem Bild, damit die beiden das wiederum unseren Praktikanten zeigen können, weil der kommt her, wenn ich schon im Urlaub bin. Genau, super. Falls wir dem nichts für den zu tun haben, können wir Face-Spotlights drehen. Nehmen wir denn für diesen Spotlight? Ist mein Mund eigentlich sauer? Ich hab von Eis gesehen. Wo übrigens der falsche Felgendeckel drin ist, aber wenn ich stimme, den tauschen wir. Genau. Würde ich sagen, nehmen wir als Deko-Felge doch eine VW-Felge. Ja. Wollen wir ins Lager gehen, ob wir was finden? Spontan. Ja. Ein wildes Tuchal. Jetzt haben wir ihn verscheucht. Ganz wildes Thoralf ist er. Hey Thoralf! Machen wir die Großfelge mal her, hier ist die Hebelwirkung nicht so groß. Provisorien halten am längsten. Ja. Das habe ich gebaut, ich bin super... Deine Stelle war hier eigentlich auch erst provisorisch gedacht, oder? Und Handwerk, was? Nichts. Ach so, ja. Welche ist das jetzt? Die Springfield? Das ist Springfield, ja. Vermutet man in Gelb, aber gibt es in Silber und Schwarz. Hier Felgenmaße, Teilnummer. Ich mache davon mit der Kamera ein Foto. Das heißt, der Vlog wird jetzt an dieser Stelle beendet, beziehungsweise der Teil dieses Vlogs. Genau, also wer die Fortsetzung des Vlogs sehen will, muss in das Spotlight dazu gucken. Alles klar. Hast du abschließend noch was zu sagen? Ne, der Vlog geht ja noch weiter morgen. Okay, super. Bis morgen. Klar, natürlich findest du. Ja, willkommen zu Vlog Nummer 4? 4. Vlog Nummer 4, genau. Ja, zunächst erstmal vielen Dank fürs, für die Views und für das Feedback zu unserem allerersten Carporn für den Audi A8. Es war unser erster, wir waren jetzt auch nicht hundertprozentig zufrieden damit, ne? Wir sind da kleine Perfektionisten, beziehungsweise auch der Mann hinter der Kamera da, der Stefan. Und ja, hat uns auf jeden Fall gefreut, wie das angekommen ist, und wir freuen uns auf mehr. Die Anfrage ist auch schon, wir haben auch schon eine Zusage von dem besagten Audi-Zentrum in Stralsund. Und ja, wir möchten mal schauen, was wir als nächstes bekommen, vielleicht ein RS6. Es wurde sich auch ein RS7 gewünscht. Hatten die einen? Nee, ne? Nee. Also ein, achso, muss ja auch ins Licht, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Warte mal so, ich versuch's mal. Also ein RS7 haben sie nicht da. Wer hat es jetzt gesagt, was wir vielleicht kriegen? Ja, ne? Ja, RS6. RS6 vielleicht Edition. Q8. Q8, ja. Mal gucken. Wir schauen mal. Wird auch nicht immer nur Audi sein, keine Angst. Ist bloß einem anderen Umstand geschuldet, warum wir jetzt erstmal ein bisschen Audi-lastiger gehen. Willst du es auch nochmal kurz sagen? Ja, genau. Wir erwarten auf jeden Fall nächste Woche, Mitte der Woche hoffentlich, unsere große Audi-Lieferung für viele Modelle, Winterräder. Seid auf jeden Fall gespannt. Schöne Sachen dabei für die ganze Range, die ganze Palette von Audi-Felgen und deshalb und Winterkompletträdern. Und deshalb stehen wir auch hier drin, weil wir brauchen nämlich Platz, und den Platz haben wir jetzt. Wir sind jetzt in unserer neuen Halle. neuen alten. Die ist auf jeden Fall nicht nagelneu, aber sie ist im Prinzip die Zwillingshalle, in der wir jetzt sowieso schon sind und ist eigentlich nur 5 Meter Luftlinie von uns entfernt und ja, das Imperium wächst und das ist natürlich auch gut, je mehr Platz, desto mehr Angebote auch für euch. Wir haben letzte Woche ja schon eine BMW-Lieferung bekommen und die werden jetzt nach und nach bestückt mit Reifen. Auch verschiedene Modelle. Stefan und ich drehen nachher, oder Stefan oder ich, mal gucken, drehen auf jeden Fall nachher den ersten Felgen-Spotlight für das Modell. Da werden auch die ganzen neuen 5er, 7er unter anderem mit dabei sein. Seid auf jeden Fall gespannt. Habt ihr vielleicht auch bei Instagram letzte Woche gesehen. Wenn nicht, folgt uns. Ja, hier haben wir jetzt auch schon mal was vorbereitet. Ein bisschen neue Lagerplätze geschaffen. Und hier kommt auch ganz viel rein. Wir wollen natürlich alles effizient ausnutzen und ja. Letztes Mal hat Stefan ja gesagt, wir haben euch noch was unterschlagen und das war das Verkaufsbüro. Da gehen wir jetzt mal rein, da sind nämlich Steve und Alex. Ja, Steve, ja. Einer unserer Chefs. Das ist verrückt. Und die sind auch hart am Arbeiten. Die Anfragen gehen langsam in die Höhe. Oh, grünes Licht. Oh. Blaues Licht. Was kann das Licht? Grün steht ja für Entspannung. Kannst du dir eine gesonderte Farbe gerne haben? Da ist Steve, der Mann, der dafür sorgt, dass unsere Profile überall 5 von 5 Sternen haben. Der ist nämlich auch für die Reklamation hier zuständig. Hier macht der Chef das nicht selbst. Das ist natürlich sehr wenig. Nein, wir sind ja alles Menschen und uns passieren auch mal Fehler. Wenn was ist, dann sorgt Steve auf jeden Fall dafür, dass alles gut wird. Auch für die Abmahnung sorge ich. Oh, ja. Mach mal die Musik aus, damit wir keine kriegen. Ja. Das ist Alex. Alex ist natürlich hochkonzentriert. Ne, bester Mann. Hier bei uns im Unternehmen. Gleichfalls. Ja, so groß ist das Büro nicht. Die beiden Jungs sind auf jeden Fall dafür zuständig, dass ihr ordentlich verkauft werdet, ihr gut beraten werdet. Ja. Was kann das Licht? Nicht viel. Leuchtblau. Sehr gut. Wer ist das? Will ich auch mit rein? Ja. Traum mich nicht. Den nehmen wir uns, das Beste nehmen wir uns fürs nächste Mal auf. Genau. So, wir gehen jetzt erstmal wieder an den Arbeitsplatz. Wir haben auch andere Sachen zu tun, als zu vloggen. Und nachher nochmal mehr, vielleicht nochmal ein kleines Behind the Scenes. Ja, Mittagspause, nehmen wir euch nochmal mit vielleicht. Von den, von den Felgen-Spotlight, genau. Ja. Genau. Dann erklären wir nochmal, was das für ein Intro war. Was das damit aufhört, ganz viel dunkel. Ja, das ist, der sieht mir ziemlich ähnlich und den holen wir halt einmal die Woche raus, um unser Wissensvideo zu drehen. Ja, wir waren sehr aktiv, haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben unser nächstes Wissensvideo über Winterreifen abgedreht. Wir waren wirklich ganz fleißig. Auch ein paar Felgen-Spotlights schon wieder. Ein bisschen was vorbereitet für unsere T5 und T6-Kunden. Die können sich auf jeden Fall freuen, haben ein schönes Angebot bald. Ja. Aber wie gesagt, zu der Person da, die da reingefahren wird, kann ich nicht viel sagen. Was mit der anderen Person, die noch bei uns im Büro ist? Oh ja. Unser Marketingbeauftragter Christian, der aber gerade im HTML-Flow ist. Christian, erzähl doch mal was. Christian, was soll ich denn erzählen? Codest du gerade? Was mache ich? Codest du gerade? Code? Hm? Ich code gerade, ja. Ich versuche da so ein paar Funktionen einzustellen. Für unsere Kunden, ja? Für unsere Kunden, um das noch einfacher zu machen. Das ist doch super. Genau. Ja. Was willst du da genau machen, Christian? Erzähl doch mal ganz kurz. Wir wollen, dass ihr natürlich schneller seht, wie Winter- und Sommerreifen oder welche Reifen Winter- und Sommerreifen sind, dass ihr da nicht mehr lange suchen müsst. Ein Klick, ab in den Warenkorb und in 2-3 Tagen euch zu haben. Ja. Genau so sieht es nämlich aus.